Abständen. Die Kinder hatten es zum Anfassen, es war sinnlich. Sie haben Schürzen getragen aus der Zeit, sie haben sogar Wäschestücke bekommen aus der Zeit. Und sie hatten aber auch selber noch Wäschestücke mitgebracht und sie waren unglaublich begeistert, wie die Kinder gewaschen haben. Das war eigentlich sehr kontemplativ, kann man sagen. Aber Kinder sind ja immer so. Sie machen einfach mit und also reißen vor allen Dingen mit. Und dann haben wir diese Leinen im Park gehängt und haben dann die Wäschestücke daran aufgehängt an den Leinen. Und das war, denke ich, sehr eindringlich. Also, weil ja heute Waschen ganz anders funktioniert. Und ich denke, dass diese Kinder das auf alle Fälle sehr gut erinnern können jetzt. Ja, klar, natürlich. Also ein ganz kleines Wehr im Schlosspark, das mit jedem Jahr kleiner wird. Also wie ich selber ein kleiner Junge war, dachte ich, das sei ein riesengroßer Wasserfall. Und in diesem Jahr war es natürlich ein riesengroßer Wasserfall, weil ein Boot gekentert ist. Sehr spektakulär. Mit einer europäischen Freiwilligen an Bord. Also es wäre fast ein internationaler Konflikt geworden. Aber alle wurden gerettet und hatten viel Spaß. Da hatten wir diese Reise und auch Schwimmen und das war total lustig, ja. Ich habe schon an einer Panke-Paddeltour teilgenommen, die war im Frühjahr, im April, glaube ich, weil ich gerne Kanu fahre und lustige Geschichten im Voraus gehört habe, dass man nach Fahrrädern findet und damit irgendwelche Parcours langfährt und Wettrennen macht mit den Fahrrädern aus der Panke und ganz vielen anderen tollen Schnickschnack findet. War nicht so lustig, wie ich es gehört hatte. Wir haben keine 5 Fahrräder gefunden, nur eins, was fuhr, und das war auch sehr, sehr klein und ich habe da nicht mehr aufgepasst. Aber ansonsten, das Kanufahren hat Spaß gemacht und das Wetter hat mitgespielt. Die Paddeltour, wir sind in Röntgental eingesetzt und sind bis nach Wedding gefahren. Und so das Highlight, für einige zumindest war es das Highlight. Wir sind im Schlosspark, da ist ein kleiner Wasserfall an so einer Brücke und das haben auch eigentlich die ersten alle geschafft, rüberzukommen ohne Probleme. Und wir waren nun die Zweiten und sind mit Anlauf rangefahren und haben es aber dennoch nicht geschafft und hingen nun mit unserem kleinen spitzen Heck noch so ein Stück auf dieser Kante und haben es nicht geschafft runterzukommen und haben nun versucht, das mit aller Kraft irgendwie zu schaffen. Und dann kam noch ein zweites Boot an und die haben es auch nicht geschafft und wir standen dann parallel beide mit unseren Hecks schräg auf dieser Kante und haben dann versucht, uns gegenseitig reinzuschieben. Und wie man es natürlich so schön macht, man beugt sich bei zwei Schiffen schön rüber und beide sind umgefallen. Beide in die Mitte und wir waren alle klitschnass. Jemand hat uns sozusagen sehr höflich in Wasser geworfen und da hatte ich Gregors Jacke und ich weiß nicht, wer hat mir Hose gegeben, aber ja, da hatte ich eine Hose, was nicht mein war, und auch Jacke und danach war total kalt. Aber es war total lustig, ja. Ja, warum nicht? Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen. Ja, na klar, ich freue mich schon auf die Transportaufgaben. Also der Container muss wieder hin und der muss auch wieder zurück. Und sicherlich gibt es auch eine Menge zu bauen und zu organisieren. Das wird wahrscheinlich der Teil sein, den ich dazu beitragen kann. Eher eine logistische Geschichte. Ich springe immer beiseite, wenn es dann um die kreativen Ideen von jungen Leuten geht. Ja.
Ich mache meinen freiwilligen Dienst mehr mit Kultur, mit Musik, mit Kunst und nicht so viel mit Natur und so. Aber ich glaube, dass Paul hat sehr viel Ideen. Ich hoffe. Na, ich würde es gerne noch unter Verschluss halten, weil da ist ziemlich viel in Planung, aber das soll dann überraschend kommen und es wäre jetzt doof, wenn man es jetzt schon voraus alles verrät. Es wird kommen und groß und bombastisch. Ja. Also mir fallen natürlich die sprechenden Bäume ein. An der Panke. Mir fallen so Sachen ein wie eine Lesebühne in den Abendstunden von jungen Menschen organisiert. Mir fallen kleine Infoveranstaltungen zum Ablauf der Renaturierungsmaßnahmen ein. Mir fallen so Sachen ein wie, es gibt bestimmt Leute, die kennen die Panke viel länger als ich, vielleicht sogar schon doppelt so lange wie ich, die noch im Bezirk leben. Auch die, glaube ich, könnten mir fragen, was so los war, was ihre Erinnerungen sind. Also eine kleine Geschichtswerkstatt zum Thema Panke. Und. Also fürs nächste Jahr, also wir sind jetzt erstmal mit dem Abschluss noch beschäftigt. Wir wollen noch der ganze Sache auch mit einer Ausstellung noch würdigen, sozusagen das Ende. Ich denke, dann wird es erst in die neue Planung gehen. Das, was passiert ist, wird, denke ich, auch wieder passieren. Was noch dazu kommt, das wird jetzt im Winter entstehen. Da habe ich noch keine konkreten Ideen. Also man sollte, denke ich, die Kooperation mit Schulen weiter ausbauen, sodass da auch Schulklassen hinkommen, den Container nutzen, Biologieklassen, Kunstklassen, Deutschklassen, dass man da die Idee des grünen Klassenzimmers weiter ausbaut. Eine Sache. Na, einfärben zum Beispiel. Einfärben. Lila, pink, lila. Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau. Zum Hochzeitstag oder zu ihrem Geburtstag. Ja? Oder anstauen und ein kleines Schwimmwettbewerb organisieren. Der Biber müsste auch heimisch werden. Ich denke, dass es muss sauber werden, dass es muss irgendwie ohne Müll und ohne das sein und auch für Paddeln so. Vielleicht brauchen die alle Leute in Pankow brauchen einen Subotnik oder so, um die Panke ein bisschen größer zu machen für Paddeln, für die Jugendlichen. Das könnte ja dann ein ich weiß nicht, eine Möglichkeit für Jugendliche Sport zu treiben oder etwas zu machen im Panke. Dann kannst du das wirklich machen, wenn es ohne Bäume und ja, sehr schön ist. Ich bin sehr gespannt auf die Renaturierungsmaßnahmen, die stattfinden werden. Das finde ich sehr spannend, was da passieren wird. Gerne würde ich diesen Bachpatensommer als feste Institution im Bürgerpark natürlich sehen, vielleicht auch über das Jahr 2015 hinaus, dass es auch anerkannt wird als ernsthaft zu nehmende kulturelle Aktion und als ja, nicht kommerzielles kulturelles Event in Pankow, so niederschwellig zugänglich, genau. Ich würde mir wünschen, dass die Panke ein bisschen mehr eingebunden wird in irgendwelche Feste oder in irgendwie Aktionen und ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit rutscht und vielleicht auch irgendwo eine kleine Aktion stattfindet, die jährlich stattfindet, die wirklich Öffentlichkeitsarbeit einfach betreibt und vielleicht auch das Bewusstsein, das ökologische Bewusstsein vorantreibt. Die Panke. Ich hätte gern an der Panke einen Wasserspielplatz für Groß und Alt mit Wasserrutschen, vielleicht eine
Elektroscooterbahnen mit dran und ja, Wasserfällen, wo man drin planschen kann und vielleicht auch Wildwasser-Rafting betreiben kann. Ja, das wäre schön. Weil das meine Panke ist und ich in Pankow bleiben werde, weil ich Pankower bin. Ja, weil es einfach Spaß macht, hier in meinem Kiez, in meinem Bezirk, da zu agieren, im Park, dort Aktionen zu machen. Und es ist natürlich auch immer ein Stück Selbstverwirklichung. Man kann eigene Ideen auch ausleben, sich ausprobieren und da vielleicht auch Kontakte knüpfen für das Berufsleben und einfach auch in der Richtung was daraus ziehen. Weil ich das Projekt schön finde, weil ich einfach finde, dass die Berliner Flüsse vor allen Dingen oder Bäche vernachlässigt werden, auch einfach. Also man kriegt sie kaum mit und die wenigen, die da sind, sollten dann wenigstens ein bisschen gefördert werden. Ja, Vorgaben gibt es eigentlich nicht. Also zumindest nicht von uns, nicht von den aktiven Leuten, die 2011 dazu beigetragen haben, dass diese Bachpatenschaft, dieser Bachpatensommer 2011 sich vollziehen konnte. Es gibt sowas wie offene Arme, zu sagen, hey, jeder kann ein Bachpate sein. Und wenn er Unterstützung braucht, sie Unterstützung braucht bei ihrem Projekt, dann sind wir da. Also wir geben keine Vorgaben. Also der Bach gehört allen. Es ist Gemeingut. Es ist eben nicht nur mein Bach. Es ist eigentlich der Bach aller Pankower. Ja, wie gesagt, also der Zugang ist niedrig. Also es sind alles ehrenamtliche junge Menschen, die daran mitarbeiten. Da gibt es jederzeit Raum für neue Ideen, für andere Menschen, die mitmachen wollen. Da kann man einfach mit dem Kurt-Lade-Club oder mit der Mühlenstraße 24 in Kontakt treten. Und das läuft recht unproblematisch. Da gibt es eine Anlaufstelle. Jeden Dienstag im Kurt-Lade-Club treffen sich Menschen, die zum Teil oder sehr umfassend Aussage geben können, was alles passieren kann. Aber man kann sich auch an Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße wenden, man kann sich an den Kinderbauernhof wenden, man kann sich auch an die vielen anderen Bachpaten wenden, die es schon gibt. Ja. Du trittst in Kontakt, indem du uns anrufst, uns eine E-Mail schreibst, www.kurtladeclub.jimdo.com und dich an zum Beispiel Frau Grüber, an den Herrn Norek oder an den Herrn Wengel wendest, dann bist du richtig.